So. Weiter, weiter mit den Freudentränen. Jetzt kommt nämlich der erste größere Endgegner. Wir hatten ja bereits den einen Endgegner. Das waren ja diese beiden da in diesem Portal, Portallabor da, wo ich mich aus der Map rausbiegen musste, weil das Ende von der Map nicht funktioniert hat. Und ja, mit der Map haben wir jetzt das erste Stand-Alone-Monster, also ein Monster, das wirklich Burnout-Motherfucker-Syndrom hat. So, gut, wo auch immer das ist. Ja, schön viel Rüstung, die werde ich doch gesamt brauchen. Ach siehst du, ich kann ja mal die Map, die Waffe ein bisschen ausfahren, erstmal aufladen. Nein, das wollte ich nicht. Ach Mann, ey. Klingt der gut an. Wollte ich auch nicht. Wollte ich auch nicht. Oder war die Munition leer? Hä? Oh, ja. Ich muss natürlich auch die Waffe erstmal auswählen. Was mache ich hier eigentlich gerade? Gut, ganz ehrlich, komm. Das hat sich nicht... Och, Alter. Ich kriege gleich einen... Ja, was kriege ich eigentlich vielleicht? Wow, jetzt fällt mir genau... Ja, man muss hier aufpassen, man muss die ganze Mission wirklich gut einteilen, weil das Monster ist gut stark. Ach, leck mich. Ach, leck mich noch mehr. Komm jetzt, ist jetzt hier. Nein. So. Noch mehr Wünsche? Gut. Weiter. So. So. Okay, okay. Das hat er fast gar nichts gebracht. Wow. Hä? Bringt das einfach nur nichts oder bin ich einfach so. Wow, das bringt quasi gar nichts. Oh, leck mich. Also die klassische Variante. Okay. Wow. Okay, die war schon mal ein bisschen stärker. Ja, die zieht ihn weg fast 500 ab. Ach komm. Also angenommen, ich treffe natürlich. Bitte sagen, dass ich wieder Munition habe. Eher so weniger. Da. Wow. Na komm. Ich muss mal versuchen, von der anderen Seite zu kommen. Ja, genau das. Boah, Alter. Okay. Gut. Dann jetzt also
Da wird gleich Gifte. Speichert. Und ja, hier unten ist man zum Glück relativ sicher. Okay. Das ist tatsächlich der einzige Ort der Map, wo man wirklich sagen kann, boah, Alter, ja, also Raketen geht gar nicht. Raketen geht irgendwie. Weil ich den halt auch immer veranvisieren muss. Aber wenn man ihn gut trifft, dann hat man eigentlich relativ gute Chancen. Aber es geht eigentlich. Besser als ich gedacht habe. Okay. Er ist fast tot und wenn er fast tot ist, kann man sich dann aber mal speichern. Weil sobald er nämlich tot ist, kommen nämlich ganz viele andere Gegner über die Brücke. Von daher. Keine Ruhe, kein Licht, kein gar nichts. Scheiße. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die Brücke ist. Hä? Boah, ich war genau in die falsche Richtung. Da. Und genau deswegen heißt es jetzt erstmal Munition noch sammeln. Wobei ich gerade merke, ich habe gar keine Munition mehr. Das ist natürlich ein bisschen Bullshit. Wow. Oh, Alter. Ja, komm. Okay. Nein, ich brauch die hier. Boah, Alter. Also ich habe schon wieder so viele Punkte angesammelt mittlerweile. Danke. Jetzt ist keiner mehr. Da sind noch zwei. Yay! Woo! Da habe ich gut geschafft. So, Waffencheck. Sieht eher ermüdend aus. Ja. Was war das denn? Computer. Oh wow. Das, was ich jetzt wohl am allerwenigsten brauche. Gut, also sieht gut aus. Okay. Kommt euch mal dieses Fischchen an. Littlefoot. So. Wow. Ist danke. God damn it. Oh, fertig.
So, damit kommen wir dann wohl zur ersten Map in der dritten Staffel. Also Episode. Das ist ja Examination Day, ist praktisch angelehnt an Doom, in verschiedene Episoden aufgeteilt. Und das ist jetzt, glaube ich, Episode 3. Also die letzte Episode. In der Hölle. Ich meine, ich war jetzt gerade eben auch schon in der Hölle, aber jetzt fängt halt das... Ist doch egal. Ja. Da, Level 21. Und die Episoden gehen immer von 1 bis 0. Heißt also von 21 bis 30. Von daher... würde ich mal sagen... bis zum nächsten Mal.